Vor allem die Aktienmärkte haben Corona eigentlich schon komplett abgehakt, aber das halte ich für einen Fehler und zwar nicht irgendwie aus Gründen der Belastung etwa des Gesundheitssystems, sondern weil es hier um das Thema Inflation geht und das Thema Inflation wiederum ist für die Märkte extrem wichtig, denn diese Inflation, die treibt die Notenbanken vor sich her und die müssen reagieren und so sehen wir heute einen weiteren leichten Anstieg der Renditen und wir sehen, dass die Aktienmärkte jetzt das tun, was eigentlich logisch ist. Wir sehen Finanzwerte, die stark sind, wir sehen Industrials, die stark sind, Energie ist stark, wir sehen aber vor allem Tech-Werte heute auf der Verliererseite, die gestern ja so stark zulegen konnten, trotz der steigenden Renditen. Also das Ganze normalisiert sich hier wieder. Da war vielleicht Anlagedruck zu Neujahr, dass man praktisch neue Gelder hier erstmal an den Start bringen musste. Und dann griff man eben wieder zum Altbewährten, zu den großen Tech-Playern. Heute ist diese Geschichte anders, denn wir haben jetzt möglicherweise ein neues Narrativ. Und dieses Narrativ hat Jim Bianco hier vielleicht ganz gut auf den Punkt gebracht. Hier unten in der Grafik sehen wir mal die Anzahl der quarantinierten Menschen in den USA, also Menschen, die in Quarantäne sind, nicht arbeiten können. Und in den USA ist ja viel, viel Dienstleistung, etwa 70%, gut 70% des gesamten Wirtschaftslebens ist Dienstleistung. Leute, die in der Kasse sitzen, die irgendwelche Dinge tun, an der Bar arbeiten, als Kellner arbeiten, die irgendwelche Dinge tun, womit sie mit anderen Personen in Kontakt kommen, die können nicht zur Arbeit gehen, wenn sie in Quarantäne sind. Und wir hatten ja jetzt gestern, oder das war der Stand der Montag, eben über 1 Million Fälle in den USA an Neuinfektionen. In den letzten 10 Tagen 3,11 Millionen Amerikaner, die sich das Virus eingefangen haben, damit jetzt in Quarantäne sind. Das ist schon mal 1,6% der gesamten arbeitsfähigen Bevölkerung. Und das bedeutet, dass das schon mal wegfällt und wir haben ja nicht nur Lieferengpässe und Materialmangel, sondern wir haben eben auch diesen Personalmangel, der hier sich eben verschärft und das bedeutet, dass wir, wie Jim Bianco hier schreibt, eine ähnliche Nachfrage haben. Vielleicht geht die Nachfrage der Leute ein bisschen zurück, aber es wird nicht so maßgeblich zurückgehen, denn Güter braucht man immer, aber wir haben weniger Menschen, die diese Güter herstellen können und das bedeutet, dass das Schema zu wenig Angebot für zu viel Nachfrage sich weiter verschärft und damit eben die Preise nicht so runterkommen, wie man gedacht hat. Das ist das Thema, das könnte das neue Narrativ an den Märkten sein. Und so schreibt etwa hier Morgan Stanleys Alan Zentner, der klar sagt, ja, es gibt jetzt den steigenden Glauben, dass diese Omikron-Variante, die ja hochinfektiös, aber wahrscheinlich etwas milder ist nach derzeitigem Stand, eben vielleicht, wenn sie sogar ein bisschen die Nachfrage dämpft, dennoch inflationär ist aus den von mir angegebenen Gründen, eben, dass weniger Güter produziert werden können, weniger Menschen im Dienstleistungssektor arbeiten können, dementsprechend dieser Personalmangel eben immer stärker wird. Und vor allem das große Risiko ist, dass China seine Null-Corona-Politik eben nicht aufgibt, sondern heute nochmal bekräftigt hat. Hier diese Stadt Xi'an mit 13 Millionen Einwohnern, nach wie vor in voller Quarantäne. Und heute hat ein Artikel in der South China Morning Post, eigentlich ja nicht ein Organ der Regierung, nochmal klargemacht, dass Chinas Führung eben klar artikuliert, wir werden erst die Beschränkungen aufheben, wenn das Infektionsgeschehen vorbei ist. Und in China dürften eben auch Omikron-Fälle auftauchen, so wie im Rest der Welt, etwa Großbritannien. Heute mit 218.000 Fällen, das ist eine Menge Holz, die Briten ja doch deutlich weniger als die Deutschen, das würden bei uns etwa so 260.000 Fälle sein, 270.000 grob mal hochgerechnet, das wäre ein Riesenhammer, auch in Frankreich sehen wir das möglicherweise heute, die Franzosen dann für den heutigen Tag Infektionen von 300.000 melden werden, wie der französische Gesundheitsminister heute angedeutet hat. 300.000 Menschen, die eben dann auch nicht zur Arbeit gehen können für einige Tage. Ist die Frage, wie lange eben die Quarantäne anhalten wird. Aber Corona hat vielleicht nicht nur den Effekt, dass die Leute mehr von zu Hause arbeiten, sondern dass die Arbeitnehmer plötzlich in einer ganz anderen Position sind. Wir hatten jetzt 40 Jahre praktisch die Herrschaft des Kapitals über Arbeit. Und das könnte sich jetzt langsam ändern, denn wir kommen in eine Situation, in der Arbeitskräfte gesucht sind. Heute gab es etwa eine Umfrage der deutschen Familienunternehmer
oder die deutschen Familienunternehmer heute veröffentlicht haben, da ist der Fachkräftemangel die Sorge Nummer 1 dieser Familienunternehmen. Erst auf Platz 2 Lieferengpässe und Sorge Nummer 3 dann steigende Rohstoffpreise. Also Personal ist das große Problem. Ist das größte Problem. Dementsprechend ist das eben nicht zu vernachlässigen. Schauen wir uns, nachdem ich mal ein bisschen abhuste, die Dinge in China nochmal an. Da ja der Hafen von Ningbo jetzt wieder betroffen, der für den Export so wichtig ist, der für Europa wichtig ist, für die USA sehr wichtig ist, weil da chinesische Güter transportiert werden. Hier Teile ja stillgelegt und es ist zu erwarten, dass natürlich auch in China Omikron nicht unentdeckt bleiben wird, sondern dass da weitere Städte dann in Quarantäne gehen, weitere Lkw-Fahrer fehlen, weitere Leute fehlen, die Container be- und entladen können. Also all dieses wird der Fall sein. Der einzige Ort, wo Omikron, so ein Kommentator, wirklich zählt, ist China. Denn die Chinesen, die machen was dagegen, die machen dann eben schlichtweg einen Lockdown. Apropos China, heute hat Indonesien gesagt, dass man einen Kohleexportbann erstmal auflegen wird. Man wird also keine Kohle mehr exportieren. Und Indonesien ist mit Abstand der wichtigste Kohleimporteur in Sachen China. Das heißt, der China bezieht 69% seiner Kohle aus Indonesien. Auch das hat heute die Futures für Kohle in China deutlich nach oben getrieben. Kommen wir jetzt mal in die USA. Wir hatten heute einen schwächeren ISM-Index. Deutlich schwächer als erwartet, muss man sagen. Wir hatten auch einen schwächeren JOLTS-Arbeitsmarkt-Report. Und hier ist auffällig, dass eben ca. 4,5 Millionen Menschen jetzt aus der Workforce wieder ausgeschieden sind. Das sind überwiegend Boomer, die also jetzt eh kurz vor dem Rentenalter stehen, jetzt aber sagen, Mensch, guckst du, mein Aktiendepot ist super, ich stehe doch gut da, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr zu arbeiten. Die gehen also früher aus dem Arbeitsleben raus. Auch das dürfte den Arbeitskräftemangel dann verstärken. Wir haben heute gesehen, das war interessant, dass die Preise das erste Mal nicht mehr deutlich gestiegen sind, dass die Lieferzeiten sich ein bisschen entspannt haben. Aber das große Risiko ist eben China. Was ist, wenn da die ganze Geschichte mit Lockdowns wieder losgeht? Dann wird all das wieder genauso schlimm werden wie auf dem Hochpunkt der Lieferengpässe, des Materialmangels etc. etc. Und darauf muss jetzt die Geldpolitik eine Antwort finden. Was ist denn, wenn jetzt alleine durch die Quarantänierungen, durch die Lockdowns in Asien wieder Lieferengpässe, Materialmangel und vor allem Personalmangel entsteht? Dann muss man eben etwas tun und die Fed ist offenkundig schon stark am Überlegen, wie das Wall Street Journal heute berichtet, überlegt man innerhalb der Fed, wie man die Bilanzsumme schneller reduzieren kann, die derzeit ja bei über 8,7 Billionen liegt. Man versucht also möglicherweise jetzt die auslaufenden Anleihen nicht mehr zu verlängern, versucht das Ganze dann abzubauen in der Bilanz. Und das war ja etwas, was eigentlich den Märkten immer besonders wichtig war. Wie ist die Bilanzsumme? Man kann ja den S&P 500 über die Fed-Bilanzsumme drüberlegen und stellt da natürlich gewisse Parallelen fest, gar keine Frage. Jetzt überlegt man eben diese Bondholdings sooner und faster abzubauen, als man es zwischen 2014 und 2019 gemacht hat. Damals ja 2013 die Ankündigung von Ben Bernanke mit dem sogenannten Taper Tantrum. Wir haben gesehen, der ISM schwächer, JOLTS schwächer. Wir sehen also eine gewisse Abkühlung der Wirtschaftsdaten auch in den USA. Und ja, die Offiziellen, die Geldpolitiker, die sind aufgrund der Politik gezwungen, geradezu gegen die Inflation eben stärker vorzugehen. Was passiert aber, wenn jetzt die Wirtschaft sich immer weiter abkühlt? Werden sie dann das einfach so weitermachen können, das ist die große Frage. Vielleicht werden sie müssen, wenn eben die Preise weiter oben bleiben. Aber wenn wir uns die Fed mal anschauen, zwischen 2009 und 2020, das gilt auch für die EZB, wir wollen eine höhere Inflation, dann hat man 2021 gesagt, ja, Inflation ist transitory, ist okay, ein Problem. Und jetzt stellt man fest, shit, wir haben hier ein Problemchen. Und wie stark das Problem ist, das hat heute auch der dovischste aller FED-Mitglieder, nämlich Neil Kashkari, gesagt, der
in Insiderkreisen als Andrew Agassi für das Prekariat auch bezeichnet wird, der immer das Problem geleugnet hat, Inflation überhaupt kein Problem, wir haben zu wenig Inflation. Jetzt sagt er, oh, die Gefahren einer zu hohen Inflation könnten schlimmer sein als die Gefahren einer zu geringen Inflation. Das sind völlig neue Töne. Er selbst erwartet jetzt 2 Zinsanhebungen in 2022. Und die Fed Fund Futures preisen jetzt eine 76-prozentige Wahrscheinlichkeit an, dass die Fed 4-mal in 2022 die Zinsen anheben wird. Das sind neue Rekorde, die wir hier sehen. Wenn wir uns das mal anschauen, noch vor einigen Wochen, vor einigen Monaten war das noch komplett anders. Also wir sehen, dass die Märkte, die Fed Fund Futures, diese hawkischen Überlegungen, die offenkundig in der Fed sind, jetzt eben stark aufnehmen. Und wie Lance Roberts hier sagt, ja, früher galt doch immer, don't fight the Fed, bekämpfe nicht die Fed, denn die ist dein Freund und Liquiditätshelfer. Jetzt ist es eben die Frage, naja, don't fight the Fed's tightening regime, also bekämpfe jetzt nicht das Regime der Fed, die jetzt eben auf die Bremse treten muss, aber das scheint noch ein bisschen zu dauern, bis diese Denke dann sich in den Köpfen festsetzt. Vielleicht haben wir den Beginn dessen heute gesehen, vielleicht ist die gewisse Schwäche, die wir etwa beim Nasdaq sehen, schon ein erstes Anzeichen dafür. Aber jetzt haben wir morgen ja das FOMC-Protokoll der letzten Sitzung und vielleicht bekommen wir da schon interessante Hinweise darauf, wie die Fed eigentlich jetzt mit der Bilanzsumme umgehen will, die wie gesagt für die Aktienmärkte ja so wichtig ist. Es gab dann eine Umfrage, die heute von Bloomberg veröffentlicht wurde. Manche glauben, dass die Fed gar nicht anders kann, wenn sie die Inflation bekämpfen will, als dann ein paar Dinge zu brechen, also ein paar Dinge, die zuletzt sehr, sehr gut gelaufen sind. Andere sagen, naja, die Fed wird so stark dann auf die Bremse treten, dass sie praktisch ein Policy Mistake, ein Policy Error macht und dann eben die Wirtschaft abwirkt. Die meisten aber glauben, dass das überhaupt kein Problem ist, dass die Fed das schon wundersamerweise hinbekommen hat. Jene Fed, die sich immer wieder getäuscht hat in Sachen Rezession, wann eine Rezession eintritt, die immer wieder sich getäuscht hat mit ihren Wirtschaftsvorhersagen, eine Fed, die sich immer wieder getäuscht hat in Sachen Inflation, die soll das jetzt im Griff haben. Wenn wir da solche spektakulären Geister sehen wie Neil Kashkari, dann darf man da durchaus gewisse Zweifel haben. Andere zweifeln nicht, die handeln, etwa unsere polnischen Nachbarn, sagen, okay, wir haben eine Inflation von 7,8%, da erhöhen wir mal die Zinsen. Die haben heute einen 50-Basispunkte-Schritt gemacht, also ein halbes Prozent die Zinsen auf jetzt 2,25% erhöht. Und das ging jetzt alles ziemlich zacko, denn im Oktober 2021 haben sie erst angefangen damit. Also die Polen, die sind schon stark dabei, wie so viele andere Notenbanken, jetzt die Zinsen anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen. Kommen wir jetzt noch kurz zu die Aktienmärkte. Wie gesagt, wir sehen Schwäche vor allem im Tech-Sektor heute. Dow Jones dagegen stark, weil da eben Finanzwerte eine Rolle spielen, Industrials eine Rolle spielen, Energie eine Rolle spielt, nicht aber eben Tech eine ganz große Rolle spielt. Jetzt ist der Apple ja hier das Musterbeispiel, gestern 3 Billionen an Marktkapitalisierung erreicht. 2018 waren es 1 Billion, 2020 2 Billionen, dann 3 Billionen, natürlich fundamental total gerechtfertigt. Jetzt ist man so viel wert wie Walmart, Disney, Netflix, Nike, ExxonMobil, Coca-Cola, Comcast, Morgan Stanley, McDonald's, AT&T, Goldman Sachs, Boeing, IBM und Ford gemeinsam. Ford ist übrigens heute massiv gestiegen, weil man eben mehr Elektroautos des Erfolgsmodells produzieren will. Vielleicht auch eine schlechte Nachricht für Tesla, jenes Unternehmen, von dem böse Zungen sagen, es sei ganz leicht überbewertet. Symptome der Verarmung. Wir sehen hier Lieferkrise im Alltag, ein Artikel in der Welt. Liefern lohnt jetzt nicht mehr, jetzt verschwinden die ersten Waren aus unseren Regalen. Das ist genau der Punkt. Viele Produkte, die nicht sehr margenstark sind, die eher billig sind, in Anführungszeichen, werden nicht mehr hergestellt, sind nicht mehr interessant für viele Firmen, denn sie versuchen sich jetzt zu fokussieren auf margenstarke Produkte, Dinge, die also viel Geld und damit auch viel Marge bringen. Wir haben das bei BMW gesehen, die machen die einfachen Modelle nicht mehr, sondern aufgrund des Chipmangels entscheidet man sich dann, okay, dann bauen wir es eben da ein, wo es am meisten bringt, also die Premium-Modelle. Das könnte auch ein ganz großer Trend werden, so eine Art unsichtbare Inflation, wie Christian Rieck das genannt hat, eben, dass viele Produkte gar nicht mehr angeboten werden, die billig sind, die teuren dagegen bleiben und werden im Preis noch teurer. Abschließend noch ein Hinweis auf einen Artikel
Wie Sie wissen, bin ich ein ganz großer Fan von GameStop und AMC und solchen klasse Unternehmen. Und da hat ein sehr netter Mensch gesagt, Mensch, pardon, ich würde gerne mal hier eine Gegendarstellung bringen, warum GameStop doch vielleicht ein sehr, sehr interessantes Unternehmen ist, möglicherweise ein Blue-Chip-Unternehmen der Zukunft ist. Und der hat dann einen Artikel geschrieben, in dem er gezeigt hat, dass GameStop fast einen totalen Finanztsunami ausgelöst hätte, denn damals im Januar letzten Jahres war es ja so, dass viele Short waren, Hedgefonds vor allem Short waren. Dann gab es diesen massiven Short-Squeeze über GameStop, über Wall Street Bets etc. Und viele waren da kurz vor dem Exitus. Das hätte bedeutet, dass Hedgefonds pleite gegangen wären, dass dann in der Folge Broker pleite gegangen wären, auch Clearinghäuser pleite gegangen wären. Das wäre ein riesiger Tsunami gewesen, der dadurch verhindert wurde, dass man letztendlich diese GameStop-Aktie nicht mehr kaufen konnte. Man hat also den Kauf-Button praktisch deaktiviert, nur so konnte das Ganze noch gerettet werden, wie der Chef von Interactive Brokers jetzt oder klar gemacht hat, was da wirklich der Fall war. Hier jedenfalls ein paar Argumente, warum GameStop ein ganz tolles Unternehmen ist. Ich persönlich bin nach wie vor etwas skeptisch, halte es aber für gut und wichtig, eben eine Denkoffenheit hier an den Tag zu legen und eben die Argumente der anderen wirklich auch sich anzuschauen und dann erst zu urteilen. Nicht Behauptungen, sondern Argumente. Das ist auch mein Mantra, mein Credo. Und mit diesem unter dem Video verlinkten Artikel wünsche ich jetzt erstmal das Allerbeste. Ich hoffe, wir sehen uns morgen zum Video aus Blick und Socks. Servus und ciao.